Hallo Markus, schön, dass du dem VDE Youngnet Rede und Antwort dazu stehst, wie das VDE Youngnet selbst in der Politik aktiv werden kann. Wir werden ja auch einen Workshop auf der JMA in Bochum dazu haben. Es freut uns sehr, dass du da dabei bist. Hallo Niklas, ich freue mich auch darüber, dass ihr euch im VDE Youngnet für den Bereich Politik im VDE interessiert. Uns als angehende Ingenieure interessiert natürlich die Frage, was für dich die besonderen Herausforderungen in der Politik sind. Ja, meine tägliche Arbeit besteht darin, die aktuellen technologischen Fragestellungen in der Politik zu erfassen. Gemeinsam mit den VDE-Experten knüpfe ich starke Technologie-Politik-Netzwerke, um verständliche Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Das ist aber keine Einbahnstraße. Es gilt auch, Wissen aus dem VDE zu zukünftigen technologischen Herausforderungen frühzeitig in die Politik zu transportieren. Was kann man sich unter so einem Politik-VDE-Technologienetzwerk vorstellen? Ja, das ist zunächst ein Prozess, den wir gemeinsam im VDE entwickeln und allen Beteiligten, wie zum Beispiel dem VDE Youngnet, die Möglichkeiten geben, sich mit Ideen und Anregungen zu beteiligen. Es geht mir persönlich darum, dass alle im VDE mitgenommen werden. Dazu dient auch der Workshop bei der JMA. Warum ist für die Politik ein solches Technologienetzwerk wichtig? Als ich 1998 in Bonn als Student begonnen habe, in der Politik zu arbeiten, war Deutschland in Sachen Digitalisierung wirklich noch komplett am Anfang. Im Bundestag gab es keine Computernetzwerke, E-Mails waren noch etwas Exotisches, Mobiltelefone hatten die Größe und das Gewicht eines Ziegelsteins, Smartphones waren noch Science Fiction und technologisches Highlight damals war ein Faxgerät. 20 Jahre später, heute, zeigt sich ein komplett anderes Bild. Die Herausforderungen der Politiker in Deutschland bestehen darin, die Menschen bei der rasanten technologischen Entwicklung mitzunehmen, den Menschen in den Mittelpunkt des rasanten technologischen Fortschritts zu stellen. Manche fühlen sich leider nicht mitgenommen, Begrifflichkeiten wie digitale Hybriden entstehen und in Teilen der Gesellschaft erwächst so eine latente Technologiefeindlichkeit. Das ist sehr gefährlich, denn so kann der Fortschritt ausgebremst werden. Und hier ist die Politik gefordert, Antworten auf die drängenden Fragen zu geben. Und genau diese Schnittstelle, bei der Politiker ihre Antworten formulieren, soll das VDE-Netzwerk als unabhängiger Ratgeber unterstützen. Schließlich ist der Bereich Politik auch Übersetzer zwischen Menschen, Technologien und Politikern. Ein Beispiel dafür ist der Bereich Künstliche Intelligenz. Hier beraten aktuell VDE-Experten die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Wo kommt an der Stelle das Youngnet mit ins Spiel? Die zukünftigen Ingenieure sind sehr wichtig für den Technologiestandort Deutschland. Und da seid natürlich ihr gefragt. Für keine Generation sind digitale Technologien so selbstverständlich wie für euch. Im Gegensatz zu China und den USA haben wir in Deutschland allerdings überschaubare Ressourcen. Diese müssen wir optimal nutzen, um internationalen Wettbewerb führen zu können und vor allen Dingen auch bestehen zu können. Und wir wollen natürlich die Technologieführerschaft in Deutschland behalten. Die Schnittstelle VDE Politik und Youngnet besteht in erster Linie darin, die nächsten Generationen der Ingenieure und Politiker miteinander zu verknüpfen. Das erfolgt in drei Schritten. Erstens, politische Prozesse verstehen und eine gemeinsame Sprache sprechen ist enorm wichtig. Daraus dann zweitens Netzwerke knüpfen und drittens durch Mitarbeit Zukunft gestalten. So leisten wir dann gemeinsam Aufbauarbeit für die technologische Landschaft im Jahr 2040 plus X. Und wie wir das machen, besprechen wir im Workshop.